Okay. Also davor, bevor Kirchmeier geht. Bevor Kirchmeier geht, genau. Was für ein Einstieg? Ein Selfie zum Facebook-Posten. Ein Selfie? Ach so, ja, das geht mir hin. Bloß nicht mit meiner, die ist halt so gut, was das Selfie sein. Eine Übersichtsaufnahme. Vielleicht. Willst du jetzt einen schönen Hintergrund dann haben? Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Enland-Podcasts. Mein Name ist Andreas Sichelstiel und heute bei mir ist die Andrea Beck. Hallo. Von der Pegnitz-Zeitung und der Andreas Kirchmeier, auch von der Redaktion der Pegnitz-Zeitung. Hallo. Und wir haben uns heute zwei spannende Themen rausgesucht. Wir reden zum einen mal über die Laufer Literaturtage. Die sind jetzt nämlich zu Ende gegangen. Ja. Mit einer Lesung eines relativ Bekannten. Ja, mit der Lesung von Harald Lesch, der wohl der berühmteste Gast war, kann man sagen. Ist eigentlich kein Schriftsteller, der Herr Lesch, oder? Ja, er ist insofern Schriftsteller, als dass er, glaube ich, inzwischen 25 Bücher geschrieben hat. Also das meiste über Physik und Philosophie, weil er sich als Naturphilosophiker bezeichnet. Und jetzt hat zwei speziell zum Klimaschutz, ja. Also er hat schon Bücherpreise bekommen, er ist schon auch Schriftsteller. Eigentlich ist er ein Physikprofessor, gell? Astrophysikprofessor und Philosoph, genau. Okay, wenn nicht jetzt, wann dann, heißt das Buch, das er vorgestellt hat in Lauf. Ja. Worum geht's da? Da geht's darum, er will zusammen mit seinem Co-Autor darauf aufmerksam machen, dass die sogenannten Klimaleugner von ihrer Tour abkommen sollen. Er will mit dem Buch, also er führt Beweise an, dass der Klimawandel seit ungefähr 1850 stark menschengemacht ist. Und wenn nicht jetzt, wann dann, eingreifen und versuchen, die Erderwärmung wieder zu senken. So wie es auch das Pariser Klimaschutzabkommen will, das ja jetzt halt Pläne hat bis 2030 und wo er sagt, wenn wir die jetzt erfüllen wollen, dann müssen wir von 10 Tonnen CO2 pro Jahr, pro Person auf 2 Tonnen CO2 runter, was im Moment vollkommen unrealistisch ist. Und deswegen ja, gibt er in seinem Buch zum einen, was passiert, wenn wir so weitermachen, Fakten, Erderwärmung, wenn Grönland weiter so heiß bleibt, wird sich da Meeresspiegel so stark heben, dass Holland, Dänemark, Norddeutschland, Städte wie Venedig komplett überschwemmt sind. Solche Dinge. Und was kann man dagegen tun? Er sagt, wenn wir das wirklich wollen, dann müssten 50% aller Deutschen Solaranlagen auf den Dächern haben, müsste alle unsere Energie klimaneutral und entstehen, zum Beispiel die Hälfte von Deutschland voll mit Windrädern ungefähr und noch viel mehr auf dem Meer. Eine Solaranlage in der marokkanischen Wüste, die mit Europa verbunden ist und sehr viel Energie generieren würde. Und das klingt ja jetzt nicht sehr realistisch, oder? er sagt, die EU ist gut mit Marokko, eine Solaranlage da aufzubauen, wäre technisch schon sehr möglich, also total möglich, und man könnte die Netze dafür verwenden, die schon existieren. Also nach ihm ist es eine der realistischen Lösungen. Okay. Klimawandel, es gibt ja nach wie vor Leute, die grundsätzlich daran zweifeln, dass es den überhaupt gibt. Sagt er dazu was? Ja, er sagt dazu was. Er sagt, physikalisch ist es ganz klar bewiesen, aber es ist schwer zu erklären. Und dann hat er die Kernphysik herangezogen und hat gesagt, man kann die C12, C13 und C14 Teilchen in der Luft messen in Sachen Kernphysik und daran den Sauerstoffgehalt, CO2 Gehalt der letzten 1000 Jahre vergleichen, irgendwie sowas. Okay, also er hat versucht, es wirklich... War das verständlich, was er erklärt hat? Ja, es ist semi-verständlich, wahrscheinlich für Physikstudenten, weil verständlich, das war das Problem. Aber er wollte was anführen, es ist wirklich bewiesen, es ist diese Zahl 1850, ab da Menschen gemacht, ist bewiesen, und er hat es da wieder versucht, leugnet nicht mehr, sondern fängt jetzt an, was zu tun. Ihr müsst es nicht mehr in Frage stellen, es ist schwer zu verstehen, aber
lest noch ein paar wissenschaftliche Bücher und dann werdet ihr sehen, es gibt Beweise dafür. Da gibt es ja nun auch immer Diskussionen bei den Laufe-Literaturtagen. Also nach einer Lesung darf das Publikum sich auch zu Wort melden. Was waren die Reaktionen vom Publikum? Ja, es haben sich viele zu Wort gemeldet, mehr als drankommen konnten. Die erste Frage war zum Beispiel, aber Deutschland kann ja jetzt was ändern, aber Indien, China, Schwellenländer sind jetzt im Aufschwung und die stören sich gerade sehr wenig am Klimawandel. Und was passiert dann, wenn die das komplett ignorieren und Deutschland versucht jetzt was? Es ist ja minimal im Vergleich dann zu dem, was China und Indien an Energie verbrauchen werden eines Tages, weil sie es noch nicht tun. Hat er nicht durchgehen lassen als Argument. Hat er nicht durchgehen lassen, hat er gesagt, ja, wir können uns auf so Argumenten ausruhen, ohne selbst was zu tun, aber es wird nichts bringen. Mhm. Und Deutschland allein schon mit seinem Export exportiert auch Emissionen. Also Deutschland gehört zu den größten Umweltverschmutzern überhaupt im Moment. Deswegen ist es an uns, Vorbild zu sein, etwas zu ändern und neue Technologien zu erfinden, die wir an andere abgeben können. Und der sagt, man sieht es schon an China, die jetzt auch in Umweltschutz langsam investieren. Also er ist überzeugt von der Ingenieurskunst, genau, mit der man diesen Klimawandel vielleicht in den Griff kriegt. Er ist stark gegen moralischen Zeigefinger. Und wenn die anderen nichts machen, dann müssen wir auch nichts machen, weil da steht er echt überhaupt nicht drauf. Die Lesung war ausverkauft, oder? Ja, also am ersten Tag irgendwie die... Zum Beispiel der Herr Dienstbier von der Buchhandlung hat erzählt, die standen außen bis um die Gasse und nach 5 Minuten sind sie rausgegangen. Für den Herrn Lesche ist jetzt alles ausverkauft. Also gab es einen Ansturm auf die Lesung. Wir haben jetzt auch einen Leserbrief, die hat sich beschwert, dass online eher freigeschaltet wurde für die Karte, als es Papierticketverbrauch losging, was natürlich dann auch unfair ist. Vielleicht muss man nächstes Mal eine bessere Lösung finden. Aber es war ein einziger Ansturm auf den guten Herrn. Da waren 600 Plätze möglich und die waren sofort weg. Er hat halt einen Namen. Ne? Also jeder, der mal Infotainment anschaut und 19 Uhr abends nicht so weiß, was er machen soll, der wird auf Herrn Lesch im Fernsehen treffen mit seinem Lesch Kosmos, das ist ja abends, und Terra X, und er hat jahrelang Centauri, Alpha Centauri moderiert und ja, er hat einen deutschen Fernsehpreis schon. Ich kenne ihn da aus dem Nachtprogramm von Bayern, das, Bayerischen Fernsehen, glaube ich. Das war Alpha Centauri. Oder Lesch Kosmos? Alles. Okay. Und dann noch bei den Talkshows und bei der Anstalt war er schon Gast und was weiß ich. Okay, 600 Besucher, das hat ja beigetragen zu einer Erfolgsbilanz der Literaturtage dieses Mal. Ne? Es waren knapp 4.000 bei 9 öffentlichen Lesungen. Ja. Also die Kollegin, sind da die Kinder mit dabei? Die Kinderlesungen sind noch extra. Die Kollegin Krieger, die darüber geschrieben hat, die hat eine Bilanz gezogen diese Woche in der Pegnitz-Zeitung. Und die waren hoch zufrieden, die Organisatoren, mit den Laufe-Literaturtagen. Ja, gehen wir vielleicht zum nächsten Thema. Wir haben noch ein zweites Thema der Woche. Das ist ein Thema, das ist der Herr Kirchmeier jetzt. Das ist ganz spannend, weil das ist noch nicht in der Zeitung gewesen. Das stimmt, ja. Ich sitze da schon ein bisschen dran. Das wird die nächsten Tage auch erscheinen. Es geht um einen etwas ungewöhnlichen Fund. Und zwar hat ein Herr, der vor 2 Jahren ein Haus in Schneidach im Zentrum gekauft hat, konkreter sage ich das bewusst nicht, er hat festgestellt, dass in einer Umfriedung, also einem Mäuerchen, ein paar Steine rausgebrochen sind und dass da hebräische Schriftzeichen drauf sind. Und jetzt kann man sich vielleicht schon denken, Schneidach, hebräische Schriftzeichen, also es gehen mittlerweile alle davon aus, dass das Grabsteine, teilweise fast komplette Grabsteine, teilweise nur Fragmente, von Gräbern von einem der 3 jüdischen Friedhöfe in Schneidach sind. Schneidach hat 3 jüdische Friedhöfe? 3 jüdische Friedhöfe, ja genau. Und es ist jetzt aktuell, wird versucht herauszufinden, von wem und oder von welchem Friedhof diese Grabsteine kommen. Aber ich habe heute mit jemandem gesprochen vom Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Das ist jetzt deutschlandweit kein Einzelfall, das ist auch in Schneidach nicht das erste Mal, dass es so einen Fund gibt. Es sind aber dieses Mal auf jeden Fall mehrere Grabsteine und es liegt natürlich der Verdacht nahe, dass da jemand bewusst in den 30er Jahren oder vielleicht auch Anfang der 40er Jahre diese Grabsteine
ja, zweckentfremdet hat und damit natürlich auch Gräber geschändet hat. Also man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen und erklären, dass es eine große jüdische Gemeinde ja mal gab in Schneidach. Ne? Genau, Schneidach war einer der wichtigsten Orte jüdischen Lebens in Mittelfranken, kann man schon sagen. Einer von einer kleinen Handvoll Orte im Landkreis, neben Pforth, neben Ottensoos und ich meine Hüttenbach, in dem es ein bisschen mehr Juden gab. Im Nürnberger Land. Und es gibt auch ein jüdisches Museum in Schneidach, das zum Jüdischen Museum Franken gehört. Und da sind jetzt die Experten gefordert, eben herauszufinden, was es genau mit diesen Steinen auf sich hat. Das Ganze hat noch eine ganz interessante Komponente, denn der Herr, der das festgestellt hat, der wollte einen Carport bauen vor seinem Haus. Und der hat dann über die Nachbarn, die da schon sehr, sehr lange wohnen und deren Vorfahren auch, hat er herausgefunden, dass dieses Mäuerchen wohl mal eine Umfriedung von einem Misthaufen war. Oh. Also da, das war mal so eine Art kleiner Bauernhof und später war da so eine Art kleiner privater Reiterhof und das war wohl jahrzehntelang ein Misthaufen. Und man geht davon aus, dass diese Steine da wohl bewusst als Umfriedung für den Misthaufen gewählt wurden. Mhm. Und das ist jetzt noch so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz, wenn man das so sagen darf. Der Herr, der das Haus gekauft hat, vor dem dieses Mäuerchen steht und zu dem das Mäuerchen auch gehört, der hat da 2017 einiges an NS-Devotionalien gefunden, das heißt Geschirr mit Hakenkreuz drauf, teilweise Gegenstände mit Hitlerporträts drauf, einen Dolch aus dem Dritten Reich. Also da hat sich. Wo hat er das gefunden? In einem der Zimmer. Also das war. Das heißt, er hat es gekauft und da war noch das ganze genau, Nazi-Zeug drin. Genau, das war jetzt nicht besonders gut versteckt. Das war also noch an einer Wand drapiert und es soll sich um einen Aufenthaltsraum von diesem früheren privaten Reiterclub gehandelt haben. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es bis in die vielleicht 80er Jahre ein Ort war, in dem so halb öffentlich was getrunken wurde und sich unterhalten wurde. Und dann sich hat man zumindest halt, niemand drum gekümmert genau, hat. Genau, da hat man halt die Bierkrüge mit dem Hitlerporträt oder mit dem Hakenkreuz drauf verwendet. Da ist nur noch die Frage, warum muss es nicht mitgenommen haben beim Auszug? Das ist eine gute Frage. Also ein bisschen demonstrieren. Die Nachbarschaft ist natürlich so ein bisschen alarmiert, weil die möchte da jetzt nicht ins falsche Licht gerückt werden. Was passiert denn jetzt mit diesen, also das Carport ist gebaut, glaube ich? Das Carport ist fertig, genau. Und die Steine, die können da jetzt nicht bleiben, ne? Jetzt geht es darum, dass, wie gesagt, das erstmal rausgefunden werden muss, zu wem diese Grabsteine gehören. Das ist im jüdischen Glauben noch ein bisschen was anderes als im christlichen Glauben. Also ich habe mir das heute sagen lassen, die Grabsteine gehören zum Verstorbenen. Mhm. Und das heißt, die müssen auf dem Friedhof bleiben oder in diesem Fall müssen sie auf jeden Fall auf den Friedhof zurück. Das ist auch in der Vergangenheit schon passiert, auch in Schneidach, dass man dann Teile von Grabsteinen gefunden hat. Und die hat man dann, wenn man sie nicht einem konkreten Grab zuordnen konnte, hat man die dann an eine Stelle gebracht, wo man weiß, dass es dort kein Grab gibt, aber sie müssen auf jeden Fall zurück auf den Friedhof. Es wird irgendeine Art von kleiner Zeremonie geben. Das soll so schnell wie möglich passieren, wohl noch dieses Jahr. Da wird dann auch jemand von den israelitischen Kultusgemeinden kommen. Da wird dann sicherlich auch der Schneidacher Bürgermeister dabei sein. Der hat schon zugesagt, dass der ganze Transport, dass die Gemeinde, der Markt Schneidach, dafür die Kosten übernimmt, dass es also nicht an dem Herrn hängen bleibt, dem das Haus gehört. Ja, das ist also, das zieht jetzt so ein bisschen den ein oder anderen Vorgang, Verwaltungsvorgang nach sich. Aber am Ende sollen die alle auf einen der drei Friedhöfe zurückkehren in Schneidach. Genau. Mhm. Hat der Bürgermeister gesagt, ob sie jetzt die Vormieter finden wollen?
Also darum geht es in der Sache eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein juristisches Nachspiel haben wird. Ich meine, die Geschichte ist ja mehr als verjährt. Das ist natürlich was, womit man sich auch als Gemeinde nicht rühmen kann, dass sowas vorgekommen ist. Aber wie gesagt, laut israelitischer Kultusgemeinde ist das was, was deutschlandweit im Dritten Reich passiert ist, dass jüdische Gräber geschändet wurden. Die Juden konnten sich ja kaum mehr wehren. Die waren bis zu dem Zeitpunkt größtenteils vertrieben oder in KZs oder auch schon nicht mehr am Leben. Und dann hat man halt in vielerlei Fällen einfach Grabsteine verwendet, um Häuser zu bauen, um Schuppen zu bauen, Als wobei Baumaterial, ne, als im günstigsten Baumaterial, Fall. wobei ich jetzt heute gehört habe, das ist dem Herrn Pollack vom Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden noch nicht untergekommen, dass die für einen Misthaufen zweckentfremdet wurden. Also hat natürlich schon Da kann man Geschmäckle. jetzt natürlich noch mal genauer hinschauen. Es gibt ja auch Forschungsprojekte zu den jüdischen Grabsteinen in Schneidach. Also das wird bestimmt noch ein Thema werden, Sicherlich, ja. forschungsmäßig, würde ich Wir mal bleiben annehmen. da auch dran, aber wie gesagt, der Artikel selbst soll in den nächsten Tagen erscheinen. Genau, also wir haben jetzt einen kleinen Vorgeschmack gegeben, auf was in der PZ stehen wird demnächst. Du machst dich dann ans Schreiben. Genau. Und mehr lesen wir dann in der gedruckten PZ. Jawohl. Dann danke euch beiden und bis zur nächsten Folge vom Inland Podcast. Bis dann. Einen Bis schönen dann. Tag.